Hallo liebe Leute, da sind wir wieder mit unseren Interviews und ich bin heute hier mit unserem Coach Luba Zuzic. Also Lubo, es hat sich ein bisschen verändert seit letzter Saison. Wie beschreibst du denn unsere Mannschaft heute? Unsere Mannschaft ist ziemlich verändert im Vergleich mit Herbst. Wir haben insgesamt jetzt im Winter 8 und gerade heute noch einem Spieler mit Niedelmario, einen 9. Spieler verloren. Das heißt, wir starten mehr oder weniger mit der ganz neuen Mannschaft in der Frühjahrssaison. Ich bin aber sehr zufrieden gewesen mit der Aufbauperiode. Und ich bin guter Dinge, dass wir heuer auch im Kampf gegen Abstieg eine gute Rolle und gute Ergebnisse erzielen. Und ja, wir werden kämpfen bis zum Schluss, dann werden wir sehen, was da dann passiert. Wir brauchen auch keine Angst haben. Die Jungs sind brav, die trainieren gut, die sind willig. Und wenn wir sehen, natürlich wird uns Routine fehlen, das hat uns immer gefehlt, aber ich mache mir keine Sorgen. Jo. Was für ein Spiel können wir erwarten am Samstag gegen Trofeia? Erste Runde ist immer ein bisschen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man weiß nicht, wo man steht. Wir werden sicher nicht nach Trofeia fahren, um dort eine Nebenrolle zu spielen. Wir werden versuchen, dort mindestens ungeschlagen zu bleiben. Sehr gut, danke. Viel Glück dann am Samstag. Bitte. Liebe Leute, das sind wir mit Daniel Fischer. Am Samstag starten wir in die Frühsaison. Wir hätten eigene Abgänge. Wie schätzt du unser Team jetzt ein? Ja, also ich schätze unser Team sehr gut ein. Also wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Wir trainieren schon seit Jänner und wir waren ein Trainingslager in Pula und ich glaube, das hat der ganzen Mannschaft gut getan. Und wir haben auch ein paar Aufbauspiele schon gehabt, zum Beispiel gegen Zeltweg, Rapid und Dördel. Und ich glaube, wir haben aus jedem Spiel ziemlich viel mitnehmen können, was hilfreich für die kommende Saison ist. Und auch wenn ein paar Abgänge sind, glaube ich trotzdem, dass die Mannschaft weiter zusammengewachsen ist und dass wir eine gute Teamchemie haben. Und ich glaube, das wird schon hinhauen. Sehr gut. Und gegen Trofeia, wie glaubst du es? Wie wird es? Ja, also wir haben jetzt immer sehr gut trainiert. Wir sind gut drauf, die ganze Mannschaft. Wir sind echt top motiviert. Und jeder ist super eingestellt. Und also, ich sage, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Sehr gut, danke schön. Wer nominierst du als Nächster? Ich nominiere ihn Lecke Krasniqi. Sehr gut, danke. Bitte. Tschüss.